Diese Frage wollte ich jetzt noch stellen. Und zwar, ich hatte ihm erzählt, wie ich zu Tesla gekommen bin. Nach jahrelanger Verbrennerzeit. Ich meine, ich bin ja auch schon relativ alt und viele Jahre nur Verbrenner gefahren. Und dann kam ja die Geschichte mit dem Hyundai Kona. Das kann man, wenn man ein paar Videos zurückgeht, auch bei mir sich mal anschauen. Und durch den Hyundai Kona bin ich ja so ein bisschen dran gekommen. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, du bist einige Jahre jünger als ich. Und wie bist du jetzt an Tesla gekommen? Was war denn das Fahrzeug, was du vorher hattest eigentlich als Verbrenner? Ich habe angefangen mit einem ganz alten Peugeot 106 XR Baujahr 93. Das war mein erstes Fahrzeug mit 18 Jahren. So, Okay. ja, dann habe ich jetzt mein letztes war ein Renault, auch nichts Besonderes. Ich hatte mal einen Mazda RX-8 in Gelb. Das war so mein Highlight-Auto für 3 Jahre. Ah, Dann, okay. aber den habe Ah. ich dann wieder abgegeben, verkauft. Wie dem auch sei, mein letztes Auto war ein Renault Fluence. Nichts Besonderes, aber ein Auto soweit ganz in Ordnung. Für mich einfach eine rationale Überlegung. Ich habe viele Kilometer im Jahr. Ich werde 22.000 Kilometer im Jahr fahren normalerweise, wenn jetzt nicht Corona wäre. Und Ja. dann habe ich gedacht, okay, Elektroauto, das macht auf jeden Fall Sinn mit diesen vielen Kilometern. Dann habe ich angefangen rumzurecherchieren, ein paar Probefahrten gemacht, bin auch den Kunde, Hyundai Kona Probe gefahren und den Zoe, den Renault Zoe. Und dann dachte ich mir, hey, ich muss auch einen Tesla gefahren sein. Habe einen Tesla Probefahrt gemacht und dann einmal Tesla Wo Probe war die gefahren. Probefahrt? Genau hier in Frankfurt, bei Ah, dem okay. Frankfurter Tesla Warum bist du nicht Headquarter. nach Mannheim gegangen? Gute Frage. Nicht getan, Frankfurt war für mich irgendwie okay. naheliegend. Ich habe angerufen und gefragt, wo kann ich einen Termin kriegen und dann haben sie mir Ja. Frankfurt empfohlen. Ich hatte die Sonja hier in Mannheim. Ja. Okay. Gut, und du durftest dann auch alleine fahren oder ist jemand mitgefahren? Nee, ganz alleine. Haben mir die Karte in die Durch Hand Corona. gedrückt. Ja, genau, durch Ah, durch Corona. Corona. Das ging bei uns nicht. Wir durften nur eine halbe Stunde fahren mit der Sonja, das war okay. Und meiner Frau, aber wir durften nicht alleine fahren. Wie lange bist du gefahren? Eine Stunde? Ich habe im Prinzip hätte ich 1 Stunde fahren dürfen, ja. Boah, das ist super. Das Ich konnten habe wir nicht. ein Long-Range-Modell bekommen, das Das hatte haben wir dann auch nicht gehabt. 170 Kilometer Restreichweite und die haben gesagt, Super. mach was du willst. Ich bin auch Unglaublich. straight auf die Autobahn und bin 235 gefahren, um zu gucken, ob er das auch wirklich Ja, und kann. dann bist du zurückgekommen. Das war dann, da war es um dich geschehen. Ja, da war es vorbei. Dann habe ich dann natürlich ein bisschen mit den Einstellungen gespielt, mit den Autopiloten, Abstand, Wahnsinn, okay. automatisches Fahren. Dann war es, dann habe ich einige Nächte natürlich, ich habe 2, 3 Wochen lang noch drüber geschlafen, Ja, ohne das ist irgendwie ja aktiv zu werden, auch teuer, ne? aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Wieso ist es der Long Range geworden und nicht wie bei mir der Short Range? Was hat dich da, weil du weit zur Arbeit fahren musst, oder? Gar nicht mal so sehr, aber ich wollte halt auch wirklich die Option haben, hier mal längere Strecke nach Frankreich, Spanien zu Okay. fahren. Also ich wollte auf jeden Fall das maximal Mögliche, was es an Batterie Okay. gab. Wobei ich habe ja bewiesen, dass man mit dem Short Range 1000 Kilometer bis San Vincenzo, hast du ein paar Videos von mir gesehen, ne? Doch einige, aber Okay. das mit Ja, San Vincenzo. Vincenzo musst du mal gucken. 1000 Okay. Kilometer nach San Vincenzo, da siehst du mich am Meer und am Strand. Das war jetzt vor ein paar Monaten, da war noch kein Corona wieder da. Es war super. Wir waren ganz alleine, weil Mutti Merkel hat ja gesagt, alle sollen schön nach oben. Da war ja dann Plan Quadrat 2b und alle haben nebeneinander gelegen und wir waren in Italien ganz alleine. Ja, geil. Unfassbar. Und ich sag mal so, mit dem Short Range sind wir gut ausgekommen. Und trotzdem gebe ich dir recht. Ich denke, wenn man so eine gute 100 Kilometer mehr im Tank hat, also 120, 30 Kilometer hast du mehr drin, das ist schon eine schöne Geschichte. Und ich denke mir mal, da irgendwann gibt es ja diese fetten Zellen, die 46, boah, schlag mich tot, ne? Diese Prügel. Und wenn die irgendwann mal kommen, dann auf 100 kW so ein Akku. Ja. Dann muss ich ehrlich gestehen, dann ist das Auto wie, ja, dann braucht man sich keine Gedanken mehr. Da fährst du da direkt 1000 Kilometer mal durch oder so, ne? Und ich glaube, wenn diese Phase kommt, dann könnte ich mir vorstellen, nochmal einen Switch zu machen. Dann kriegt das Auto hier meine Tochter, falls sie an der Stelle das irgendwann mal mitbekommt, kann sie das Auto dann übernehmen und dann würden wir vielleicht noch einmal zuschlagen. Also wenn ich, das habe ich meiner Frau auch gesagt, wenn ich so mit 63, 64 noch einmal mir einen Tesla kaufen dürfte, dann wäre das okay. Passt das. Das ist eine schöne Und dann wäre das Überlegung. okay. Ja, es Aber da ist der würde. Adrian noch ganz weit von weg, weil ich schätze, der ist 23 oder so. Oh, Aber ja, gut, so um bisschen der. älter bin ich dann doch schon. Ja. Aber die jungen Leute sehen heute alle so jung aus. Aber die werden auch heute alle noch mal viel älter. Ich glaube, du hast die Chance, 100 zu werden. Ja, kommt so ein bisschen auf den Lebensstil an, ne? Ja, gut. Ja, ich hatte ein Video vom Adrian gesehen.
Mit der Robbe. Ach ja, stimmt. Ich habe tatsächlich das sogar zwei. Das war cool. Ja, das muss ich euch mal, das verlinke ich euch mal. Das verlinke ich mal. Die Robben-Challenge. Das fand ich cool. Und, na, war nicht schlecht. Das fand ich gut. Und das war so ein bisschen gepaart mit Sport und Gymnastik. Wird verlinkt. Unten. Down in the description below. Ja. So sagen die das, glaube ich, immer. Und der, wie heißt der immer? I hope you enjoy my video. And don't forget to ring the bell. Ah ja, don't forget to ring the bell. Ja, also vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich denke mir auch, das wird auch sonst zu lange. Ich versuche jetzt mal auch, ich werde auch zwei Videos so ein bisschen schneiden. Weil sonst würde, kann man so lange, glaube ich, gar nicht zugucken. Mach draus was du willst. Ja, genau. Also vielen, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Und ja, Adrian, auch an dich vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke an dich. Ja, okay. Auch für den Service. Ja, kein Problem. Vielleicht muss ich auch mal irgendwo hingefahren werden. Weil der Tesla vielleicht mal irgendwann kaputt geht, also so Schrott ist, irgendwas. Vielleicht muss ich dann mal hier zum Store, also hin und her. Das passiert immer mal. Ja, wie komme ich eben zurück, wenn der Ranger nicht kann oder so? Ich hatte einmal hier eine Nachadjustierung, ich hatte Fahrgeräusche ab Geschwindigkeiten von 170, 80. Nein. Musste ich relativ neu, habe ich direkt in der ersten Woche per App Termin gemacht. Nachadjustierung musste ich einen Tesla. Ja. Na gut, das haben die hier gleich vor Ort fixen können, aber ich musste hier eine Stunde rumsitzen. Was ich verraten darf, da kommt später mal was dazu. Ich habe was am Auto. Ich habe also ich höre alles, ich höre wirklich alles, was nicht ganz nied- und nagelfest ist. Und ich habe ein Geräusch und vermute auch, woher das gekommen ist und habe tatsächlich einen Termin. Aber dazu später mal mehr. Und das werde ich auch nochmal separat nochmal aufnehmen. Mal gucken, was daraus passiert. Der Termin ist tatsächlich am 18.12. Ich denke, das kann man dann in 2-3 Stunden fixen. Und ich werde dann euch am Laufenden halten, was es dann gewesen ist. Also was meine Vermutung ist. Aber das machen wir an anderer Stelle nochmal. Gut, damit es nicht zu lange wird, dann sagen wir mal Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.